Wenn Sie Inhalte aus einem Kurs in einen anderen kopieren möchten, geht es am einfachsten über die Importfunktion in Moodle. Dazu gehen Sie auf den Kurs, in den die Inhalte eingefügt werden sollen, und wählen unter Mehr Kurse wiederverwenden. Hier oben im Dropdown-Feld ist bereits die Option Import ausgewählt. Der Import ist die einfachste Variante, um innerhalb des gleichen Systems Inhalte von einem Kurs in einen anderen zu bekommen. Zusätzlich finden Sie hier noch die Optionen Sicherung, Wiederherstellung und Zurücksetzen. Mit der Option Sicherung können Sie eine Sicherungsdatei aus dem aktuellen Kurs erstellen. Bei dieser Sicherung können auch Nutzerdaten einbezogen werden. Die Sicherungsdatei kann dann auch heruntergeladen werden, um sie zum Beispiel in einem anderen Moodle-System wiederherzustellen. Über Wiederherstellen lassen sich die Dateien, die über die Sicherung erstellt wurden, in einem Kurs wiederherstellen. Über Zurücksetzen kann man einen Kurs für eine neue Verwendung vorbereiten. Näheres dazu finden Sie im entsprechenden Kapitel unserer Anleitung. In diesem Bereich werden alle Kurse angezeigt, in denen Sie als Lehrperson eingetragen sind. Hier werden immer nur 10 Kurse direkt angezeigt. Sind Sie in mehr als 10 Kursen in einer lehrenden Rolle eingetragen, kann die Suchfunktion hilfreich sein, um den gewünschten Kurs zu finden. Wir wählen nun den Testkurs ABC als Quelle für unseren Import. An dieser Stelle lässt sich nun auswählen, was generell aus dem Quellkurs importiert werden soll. Üblicherweise sollte es keine rechte Änderung an Ihren Aktivitäten geben, daher wird dieser Haken nicht benötigt. Vermutlich möchten Sie Aktivitäten importieren, also bleibt dieser Haken gesetzt. Möchten Sie Blöcke aus dem Quellkurs importieren, müssen Sie diesen Haken stehen lassen. Bleibt der Haken drin, werden jedoch alle Blöcke aus dem Quellkurs importiert. Eine Auswahlmöglichkeit, um nur bestimmte Blöcke zu importieren, gibt es nicht. Beim Import nimmt Moodle bei Bedarf automatisch Dateien in Aktivitäten mit. Dieser Haken muss allerdings gesetzt werden, falls Sie die Aktivität Datei importieren möchten und in der entsprechenden Aktivität im Quellkurs eine Verknüpfung auf Meine Dateien gesetzt ist. Nur dann wird diese Verknüpfung auch für die Aktivität im Zielkurs gesetzt. Wenn Sie bei den Filtereinstellungen der einzelnen Aktivitäten etwas geändert haben, müssen Sie diesen Haken drin lassen. Über diese Option kann man Kalendereinträge aus dem Quellkurs mit übernehmen. Die Fragensammlung muss einbezogen werden, wenn man einen Test importieren möchte. Ist der Haken nicht gesetzt, lassen sich Tests im nächsten Dialog nicht auswählen. Wir nehmen jetzt mal den Haken raus, um uns das genauer anzuschauen. Mit dieser Option können Sie Gruppen aus dem Quellkurs importieren. Da im Lernraum keine Kompetenzrahmen angelegt sind, brauchen Sie diesen Haken nicht. Kursfelder brauchen Sie nur, wenn Sie ein Zertifikat importieren möchten. Wir können diesen Haken also auch rausnehmen. Werden H5P-Aktivitäten mit einer bestehenden Verlinkung auf den Inhaltsspeicher des Quellkurses importiert, hat auch die importierte Aktivität eine Verlinkung auf den Inhaltsspeicher des Quellkurses. Die Option Inhaltsspeicher einbeziehen wirkt sich nur aus, wenn Sie H5P-Aktivitäten importieren, die nicht mit dem Inhaltsspeicher verknüpft sind. Wählen Sie dann Inhaltsspeicher einbeziehen, so wird auch eine Kopie der H5P-Datei im Inhaltsspeicher des Zielkurses angelegt. Mit einem Klick auf Weiter kommt man zur Auswahl der Aktivitäten. An dieser Stelle sehen wir, dass der Test im Kurs mit einem X und einem Schloss versehen ist, da wir die Fragensammlung nicht mit ausgewählt haben. Über Zurück gelangen wir wieder zum vorherigen Dialog und setzen nun den Haken für Fragensammlung einbeziehen. Für den Import sind erstmal alle Aktivitäten vorausgewählt. Da wir nur einzelne Aktivitäten importieren wollen, entfernen wir über Keine erstmal die gesetzten Häkchen und wählen dann die gewünschten Aktivitäten aus. Um einzelne Aktivitäten in einem Abschnitt auszuwählen, muss erstmal der Haken für den Abschnitt gesetzt werden. Nun können auch die Aktivitäten ausgewählt werden. Wir wählen hier den Test und das Verzeichnis und den kompletten dritten Abschnitt. Über Weiter kommen wir auf eine Übersichtsseite, auf der unsere gewählten Optionen nochmal zur Überprüfung angezeigt werden. Wenn alles stimmt, wählen wir Import durchführen. Nach der Erfolgsmeldung gelangen wir über Weiter zurück zum Kurs. An dieser Stelle sehen wir den importierten Test. Auch die Fragen sind enthalten. Beim Verzeichnis wurden auch die Dateien mit importiert. Im Abschnitt 3 sind nun alle drei Aktivitäten vorhanden. Wir haben hier einmal das Buch und dann die beiden Aktivitäten für die Gruppenarbeit. Da wir die Gruppen mit importiert haben, sind diese jetzt auch im Zielkurs vorhanden und damit auch in diesen Gruppenaktivitäten. Importierte Aktivitäten erscheinen im Zielkurs genau in dem Abschnitt, in dem sie auch im Quellkurs waren. Unser Zielkurs hatte vorher nur einen Abschnitt. Da diese Inhalte im Quellkurs im Abschnitt 3 waren, wurden beim Import die Abschnitte 2 und 3 neu angelegt. Unbenötigte leere Abschnitte können einfach über die drei Punkte und Abschnitt löschen gelöscht werden.